So, hallo, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und ihr seht ja hier, das Wetter ist ja schön. Ich bin bisher noch gar nicht großartig gefahren. Seht ihr hier diese ganzen Geschichten? Hier haben wir zum Beispiel, ne, das Ding ist echt cool. Also muss man sagen, ne, vom Auftritt her ist das schon ein Hammer. Ist auch noch eine 125er. Da hinten steht meine 125er Camco, die ich gerade über den TÜV gebracht habe. Und so ein super Ding, muss man ganz ehrlich sagen, das ist wirklich schon okay. Hier steht diese Flex-Tech-Benzwumm da, ne? Wie immer, wenn man Gas gibt, geht das Teil aus. Ihr habt ja schon 1000 Kommentare geschrieben, wo dran es liegt und alles. Finde ich auch alles toll. Da freue ich mich auch drüber. Ne? Sage ich euch ganz offen und ehrlich. Ich bin aber schon selbstmordgefährdet und arg am Verzweifeln. Jetzt haben wir nämlich Folgendes gemacht. Hier hinten, ne? Könnt ihr jetzt nicht so gut sehen. Zeige ich euch ja beim nächsten Video. Und zwar ist hier hinten steht was, in NATO-Grün. Ne? Völlig geil, ne? Eine alte Karre, ne? Aber ne? Das ist eine Piaggio. Die haben wir gekauft für den, also ich habe die besorgt, für den jungen Mann hier, der diese China-Schüssel fährt. Ne? Weil man, da ist man ja am Verzweifeln, das kannst du ja in eine Tonne treten, da kriegst du ja so einen Hals und so. Und ich habe ja auch an diesen China-Bolzen hier wieder geschraubt. Sage ich euch ganz offen und ehrlich, da mache ich zwei ganz tolle Videos drüber. Und zwar spielt hier, das spielt eine große Rolle da dran, ne? Materialermüdung nennt man sowas auch eventuell. Ne? Ich bin auch ein bisschen ermüdet. Ich werde jetzt gleich nach Hause gehen. Ich wollte euch nur mal ein kleines Video reinstellen und so. Wir haben 25 oder 27 Grad. Wollte euch mal kurz erzählen, den neuesten Stand der Dinge. Bin ja zu einigen Leuten noch hingefahren, ne? Bei der Peugeot war ich auch wieder. Und so, da haben wir wieder einiges gemacht und so, habe ich auch wieder so einen Hals gehabt, die Hinterbremse habe ich gemacht, habe ich geregelt gekriegt. Ne? Also manchmal kriege ich auch Dinge geregelt, aber manchmal bin ich auch am Verzweifeln und so, so ist das halt beim Rollerschrauben. Ne? Ich gehöre halt nicht zu der Gemeinde wie viele, ne? Die einfach nur fahren. Die fahren so lange, bis die Kiste auseinanderfällt. Und wenn sie auseinanderfällt, dann Roller läuft nicht mehr oder dann fahren sie zur Werkstatt. Ne, ich werde da ein paar schöne Videos noch machen, ich habe da gute Ideen und ich verstehe jetzt auch die Werkstätten, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Wenn ihr mit so einer China-Schüssel zur Werkstatt kommt, ne, oder auch mit diesem schönen Teil, werdet ihr noch sehen in einem Video. Ich mache da zwei tolle Videos von, wo ich euch das mal vorstelle, weil ich habe mir das Ding gekauft. Ich fand das so geil von der Optik her und so und das lässt sich auch geil fahren, das ist ein schönes Teil. Und da kommt noch einiges auf euch zu, wo ich euch das mal alles richtig vorstelle. Und auch da hinten zeige ich euch dann mal kurz diese alte Piaggio. Ne, ey, das ist echt eine alte Krücke, ne? In NATO-Grün irgendwie überlackiert und so. Aber da trittst du drauf. Pupp, ist die an. Da drückst du auf den Kickstarter, dann ist sie an. Da schraubst du hinten irgendwas ab, schraubst das wieder ran. Das Plastik ist nicht weggebrochen. Das ist schon irgendwo eine andere Qualität. Und dass da die Werkstätten einen Hals kriegen und sagen, an sowas gehe ich nicht ran. Also ich habe da wirklich die letzten Tage Erfahrungen gemacht, muss ich euch ganz offen und ehrlich sagen, die waren schon echt krass. Ne? Da schraubst du eine Schraube los und so, ne? Willst du wieder ranschrauben und fliegt dir das Plastik weg und. Ne? Also solange die Dinger laufen, ist das alles schön. Aber wie gesagt, ich gehe da nochmal ausführlich drauf ein. Ich wünsche euch allen bis dahin noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann am Dienstag. Um 20 Uhr beim Livestream, da können wir das auch mal ausdiskutieren. Ist kein Problem, ne? Weil ich bin jetzt im Arsch. Es ist, lass uns mal gucken, es ist jetzt 19.30 Uhr und so, ne? Freitag, 19.30 Uhr. Und ich gehe jetzt nach Hause, werde mich erstmal entsiffen, ne? Damit der Dreck so ein bisschen wegkommt. Wisst ihr ja, ne? Ich bin ja immer angefressen wegen den Fingernägeln. Man kriegt ja die Fingernägel nicht sauber. Und mit diesen Gynäkologenhandschuhen kann ich nicht wirklich arbeiten. Also das kann man vergessen. Das mag was für so einen Frauenarzt sein, der so ein bisschen da, was weiß ich, Lochbeschauung macht oder irgend so ein Kram. Okay, aber für mich ist das nicht. Ich muss einfach mit Gefühl dabei sein. Und ich kann da nicht irgend so einen Gummikram oder so einen Handschuh anhaben. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Und so, und wenn irgendwas ist, ne, Dienstag können wir das nochmal ausdiskutieren im Livestream, da bin ich ja wieder am Start. Und so, und ansonsten schreibt mir bitte über meinen Kanal, weil ich habe da wieder einige E-Mails gekriegt. Muss ich sagen, böse Buben, ich habe euch das gesagt, ruft mich nicht mit anonymer Nummer an, schreibt mir nicht über meinen normalen E-Mail-Account, es sei denn, ich sage euch, schickt mir mal ein Foto oder ähnliches
Und so, dann ist das eine andere Geschichte. Das hört sich jetzt natürlich wieder an, ah ja, der Roller-Rolf, autoritär und. Nee, ne? Ich will nicht jeden Monat 5000 E-Mails beantworten und, mache die ganzen Videos. Ihr guckt euch die nur zum Teil an, schreibt mir irgendwelche Sachen. Ich stehe da, mache mir den Kopf, kann teilweise nachts nicht schlafen. Ne? Nur weil ich mir denke, oh, was wird wieder mit denen sein, Roller, und was könnte das sein? Und so nehme mir Lehrbücher, versuche mich weiterzuentwickeln. Und dann gibt es so ein paar Vollpfosten auf meinem Kanal. Es sind nur ein paar. Werde ich euch am Dienstag noch sagen. Ich habe da wieder so zwei Kandidaten für den Vollpfosten des Monats. Und den hauen wir, glaube ich, am Dienstag raus. Also wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag beim Livestream. Und danach kommen noch so ein paar interessante Videogeschichten. Hier von dieser Ansammlung. Das sind jetzt 5 Teile. Ne? Und dann machen wir ein paar Videos von. Ich habe noch bei meinem Bruder auch noch einen Roller stehen. Den muss ich auch noch abholen. Aber erstmal müssen wir einige Sachen hier loswerden. Aber wenn wir die weggeben. Ob das jetzt von meinem Freund Uwe dieser Roller ist. Dann sollten die entweder in Ordnung sein oder wir verkaufen die wirklich als Bastelroller zum günstigen Preis und sagen auch, was mit der Karre los ist. Weil ne, die Leute sind so skrupellos und betrügen einen und machen und tun. Also das ist schon heftig. Verlangen Preise, sage ich euch ganz offen ehrlich. Ich gucke ja immer, damit ich informiert bin. Wenn ich diese Preise sehe, die Leute für Roller verlangen, auch noch für irgendwelche China-Büchsen, und dann kommst du dahin. Ich bin ja immer für alles offen und ich will mich ja weiterentwickeln. Deswegen will ich an jedem Ding ja auch schrauben. Ne? Und einige Leute werden wieder von euch sagen, ja, Roller Rolf und tralala. Und warum macht es denn dies und warum macht es jenes? Weil ich jetzt nicht so machen will wie Werkstätten. Werkstätten wechseln nur Teile aus und so, dabei lerne ich nichts. Wenn ich den Bremszylinder auswechsle, wie mit dieser Katastrophe bei den Bremsbelüften, ich lerne doch nichts. Ne? Wenn ich aber diesen Fehler finde, dass es die Schraube ist oder dass die Bremsleitung undicht ist, wechsle nur ein Teil aus oder repariere dieses Teil, dann habe ich was gelernt, wir haben wenig Geld ausgegeben und so wurde das früher immer gemacht. Heute, ne, dahinter habe ich so eine Rex oder irgend sowas. Die habe ich von jemand gekauft, das unter uns, bevor ich mich verabschiede, das müsst ihr euch mal reintun. Der steht mit seiner Freundin da. Endlich, jetzt hier kommt noch ein bisschen näher. Der steht mit seiner Freundin da, der Typ. Ich hole das Ding ab für kleines Geld. Das Ding läuft nicht mehr und der erzählt mir ganz stolz neben seiner Braut. Gar keine schlechte, vielleicht so 19 Jahre alt. Ne, erzählt er mir, er ist gelernter Kfz-Mechaniker, arbeitet in so einer Hyperwerkstatt und alles. Sage ich ihm ganz offen und ehrlich, mir wären die Eier abgefallen. Da hätte ich doch meiner Braut das Ding zurecht gemacht. Da hat er den Kickstarter auch noch ausgebaut und all so ein Kram und verzweifelt daran an so einer Kiste. Ich hatte das Ding einen Tag und so nach einem Tag lief das. Und was wäre dann? Na, ich wäre doch für meine Braut der Geilste und Wochenende wäre gesichert. Mit allem, mit Kuscheln und so Küssen, Sex ohne Ende und ich werde Toffe. Na, das hätte ich doch nicht auf mich sitzen lassen. Aber wir Menschen sind ja alle anders. So, jetzt habe ich auch genug gelabert und so. Ne? Ich hoffe, dass es ganz unterhaltsam für euch war. Am Dienstag sehen wir uns. Ansonsten guckt euch meine 244 Videos an. Ne? Da ist so viel bei. Ne? Auch wenn ich immer alles perfekt knappt. Ne? Ich schneide ja die Fehler nicht raus. Ich lasse die teilweise extra drin. Ne? Damit ihr einfach mal seht, selbst der Roller Rolf macht Fehler. Ne? Wie heißt es? Nobody is perfect. Bis dann. Ciao, euer Roller Rolf. Oh, euer Roller Rolf. Sonst denkt er wieder, ich habe einen getrunken. Hier, nein, alkoholfrei. Ciao.